Ja, das war ja ein dramatischer Kampf, zumindest für die künstliche Intelligenz. Den Computergegnern haben Pira und ich gezeigt, was ein wahrer Mensch ist. Ein Nordmann, ein Däne. Die haben wir massakriert, Timo. Ja, genau. Einmal mehr haben wir hier wieder eine erfolgreiche Schlacht geschlagen. Wir sind hier in Eiderstedt auf dem Weg nach Hammer. Dahin führt uns unsere Hauptquest und eigentlich sind wir hier kurz davor, eigentlich hier wieder abzureisen und weiterzufahren, oder? Finde ich auch. Ich würde gerne vielleicht, wir haben nur noch 14 Nahrung, mal einen ganz, ganz kurzen Abstecher machen zum Händler. Den treffen wir hier im Norden des Dorfes, um unsere Nahrungsvorräte ein klein bisschen noch aufzustocken. Muss ja nicht viel sein, aber so vielleicht sowas in der Art. Ja, so ein bisschen, ne? Damit unsere Leute nicht unterwegs auf dem Weg nach Hammer noch irgendwie eines Hungertods sterben müssen. Und die ist ja wirklich billig hier. Silberstück pro Nahrungseinheit. Ah, ich bitte dich. Können wir uns leisten. Nachdem wir doch so gut lukrativen Sklavenhandel hier betrieben haben. In der Tat. Beschämend aber wahr. Das kann ich nicht leugnen. Wir setzen die Segel. Zur Erinnerung, ein Blick auf die Karte. Wir sind in Eiderstedt, hier ist es. Segeln jetzt runter nach Hammer. Das übrigens nichts Geringeres ist als das heutige Hamburg. Nein, unfassbar. Ja. Du lebst aber nicht in Hammer, du lebst ungefähr in dieser Gegend hier. In der Nähe von Bremer, das ebenfalls in diesem Spiel eine Rolle spielt, ganz das genau. Das ist ja überhaupt nicht eingezeichnet. Noch kommt nicht, weil noch? Wir den Ort nicht kennen, vermutlich. Die Orte, die kommen ja immer noch nach und nach. Eines Tages, so viel können wir spoilern, wird uns unsere Mission auch nach Bremer führen. Das ist ernsthaft, das ist so schön. In der Tat. Und haben eventuell die Entwickler, um dir ein Dankeschön zu zollen, eine der örtlichen Figuren nach dir benannt. Zum Beispiel, was weiß ich, den Dorfgimpel. Nein, aber es wird später einen Charakter geben, der stinkt. Dessen Markenzeichen ist, dass er stinkt. Also ich identifiziere mich natürlich nicht mit der. Da habe ich auch nicht den logischen Zusammenhang zu dir gesehen jetzt. Da hast du dich, glaube ich, irgendwie selber in etwas Unangenehmes reingeritten. Wir setzen mal ganz schnell die Segel. Ganz bevor schnell du dich die am Kopf und Kragen redest. Genau. Sehr, sehr gut. Ja. Rudern wir selber mit oder sitzen wir am Steuer? Oder halten wir nur die Nase in den Wind und lassen unsere Dänen alles machen? Du ruderst, ich steuere. Und während der Fahrt hören wir aus einem hören wir Kratzgeräusche aus der Fracht. Und als wir nachsehen, informieren wir uns, dass wir eine Rattenplage auf dem Schiff haben. Was machen wir? Wollen wir sie vergiften? Wollen wir sie mit unserer Keule zerquetschen? Oder verbrennen wir einfach das Nest und töten sie alle? Vergiften? Wer weiß, wie viele Leute wir von uns dann sterben, wenn wir die abbrennen? Wer weiß, wie es dem Schiffer geht? Fackeln wir das Boot mit ab? Wir hauen mit der Keule drauf. Würde ich auch sagen. Es gibt zu viele tote Ratten und zu viel Blut. Einige Rationen haben was abbekommen. Wir werfen es widerwillig über Bord. Ja, überall spritzt das Blut hin, wenn du wieder wie ein Berserker auf den Ratten rumprügelst. Wie ein Berserker. Neue Nahrung hat das gekostet. Uiuiui. Mhm. Wie gut, dass wir so viel eingekauft hatten. Und nochmal 5 Nahrung für die tägliche Ration. Die Wasserfarbe verändert sich. Nur wenige Fuß unter uns sehen wir Felsen. Wir laufen auf Grund. Nein. Jetzt müssen wir uns unterscheiden. Rudern wir zurück aufs Meer? Rudern wir gegen einfach nur? Oder ist es einfach nur eine Illusion und wir lassen uns gar nicht darauf ein? Das ist schon tiefer, als es aussieht. Was ist denn Gegenrudern? Na, wir rudern in die entgegengesetzte Richtung. Ach so, statt raus aufs Meer. Dann lieber raus aufs Meer. Meer oder? Genau, würde ich auch sagen. Autsch, die Felsen schrammen an der Kimme entlang. Und damit ist, glaube ich, die Kimme des Schiffes gemeint, ne? Ja, genau. Um mal einen ganz doofen Witz zu reißen, ausnahmsweise. Ja, genau. Ansonsten guck noch mal nach, ob du da Kratzspuren am Bobo hast. Aber ja, immer weniger Nahrung. Haben wir zu wenig Nahrung gefasst, Timo? Ich hoffe nicht. Aber ich glaube, jetzt müssten wir auch auf schon das nächste Ziel. Nein, wir segeln an einer Bucht vorbei und verpassen beinahe ein Handelsschiff, das dort schwer beladen vor Anker liegt. Na, das klingt ja verlockend. Könnten wir vielleicht etwas Nahrung kaufen? Kaufen? Es gibt Alternativen zum Kaufen. Du meinst Rauben. Wir beschließen sie zu begrüßen und zu handeln oder wir bedienen uns einer List, um sie abzulenken. Was meinst du? Ja, können wir machen. Kurz entschlossen. In diesem malerischen Sonnenuntergang, da macht das Töten doch besonders viel Spaß. Böser Gedanke, den du da hast, ich tadle dich aufs Heftigste. Und die Händler sind keine Herausforderung und wir nehmen einfach die Beute an uns. War es da schon? Kein Kampf? Überwältigt. Oh.
30 Silber! 9 Nahrung. Ich habe übrigens das Gefühl, dass wir immer weniger Nahrung verbrauchen. Ach, jetzt wieder etwas mehr. Ein Strandmarkt, da gehen wir doch hin. Ne? Ja. Was sich uns an Gelegenheiten bietet, shoppen zu gehen, nehmen wir mit. Ein jahreszeitliches Handelszentrum. Mal ist es da, mal nicht. Genau, im Sommer ist es gut besucht. Jetzt gerade ist ja Sommer, wir sind ja in der Sommerzeit hier unterwegs. Mhm. Jetzt können wir handeln und hier einfach ein bisschen zur Ruhe kommen, uns ausruhen. Unsere Leute sind auch schon wieder etwas erschöpft. Keine Nahrung, die wir ja fassen können. Wir müssen also gleich jagen gehen. Das sollten wir auch tun, weil es könnte sonst vielleicht knapp werden. Ja, kann das sein, dass Salz hier sehr preiswert ist? Aber guck mal auf meine Preisliste. Ja. Hatten wir zuletzt in Ambrum gesehen, kostete dort ebenfalls 3. Salz ist, aber selbst wenn es 5 wären, ich glaube, die Gewinnspannen pro Ladeslot sind sehr gering. Und diese Sache hier mit dem Färbemittel, 37? Hatten wir anderswo für 44 gesehen. Und was haben wir hier noch? Keramik. Keramik, das steht gar nicht auf meiner Schiefertafel, muss ich zu meiner Schande gestehen. Unfassbar. Können wir denn für dich wenigstens eine neue Schiefertafel einkaufen? Selbst die ist nicht im Angebot. Das gibt es ja wohl nicht. Nein, im Ernst, das war's ja. Da können wir nichts machen. Vielleicht, ich weiß, was ich machen würde. Sicherheitshalber noch 2 oder 3 Eisenwaren mitnehmen, falls wir das Schiff reparieren müssen. Denn wir wollen es ja unbedingt upgraden. Und fürs Upgraden brauchen wir genau 10. Ja, das können wir machen. Und wir haben das Lager ja eh voll. Und Geld in rauen Mengen. Und falls wir gleich wieder in der Zufallsquest wieder vielleicht irgendwo gegenfahren, weil du wieder dagegen ruderst, dann brauchen wir das vielleicht. Das ist schon eine ganz gute Idee so. Mhm. Wir müssen jagen gehen. Wir sollten es auf jeden Fall tun, ja. Ja, wir nehmen wieder beide Köter mit. Kostet aber auch Ausdauer, ne? Und guck mal, da fällt Floki auch direkt in den roten Bereich sozusagen. Also entweder wir bleiben noch eine Nacht und erholen uns hier dann. Oder wir nehmen in Kauf, dass zumindest Floki, wenn es zu einer Schlacht kommt, dann doch geschwächt sein würde. Ich würde alle mitnehmen und eine Runde ratzen. Dann machen wir das mal. Ich glaube, du musst bei den Hunden noch aufs Plus, genau. Jetzt guck mal, 27 bis 48 cool. Nahrung, das ist ja richtig viel. Und eine Runde übernachten. Mhm. Oh, wir entdecken auf der Suche nach Jagdbeute, eine Herde sehr gesund aussehenden Wilds, geschmeidiges Fell, starke Geweihe. Hat so schon mal deine Liebste über dich geredet? Ja, vor allem über das geschmeidige Fell, ja. Nein, bisher nicht. Okay, und wir rennen also hinterher. Aber es wäre doch ein nettes Kompliment, wenn sie dich als ein sehr gesund aussehendes Stück Wild bezeichnen würde, oder? Würdest du dich dann geschmeichelt fühlen? Ja, ich glaube schon. Und nachher würdest du dann sagen, armes Tierchen, du brauchst Futter. Genau. Naja, jedenfalls, wir rennen dem Wild hinterher durch einen Sumpf, sind hinterher übersät mit Blutegeln. Ich glaube, das hatten wir auch schon einmal. Ja. Und haben dann jetzt letztlich die Frage, was machen wir? Reißen wir die Egel ab? Brennen wir sie nieder mit einem angezündeten Zweig? Oder sagen wir einfach, ach Gott, die fallen irgendwann schon von selbst ab. Letztes Mal hatten wir das Verbrennen. Ich denke, diesmal machen wir irgendeins der anderen. Zum Beispiel die tapfere Variante. Ja, also das Verbrennen hatte uns, glaube ich, ein bisschen Lebensenergie gekostet, weil wir uns irgendwie auch halb abgefackelt haben. Mhm. Ja, ich weiß es auch nicht. Ach komm, wir machen mal das zweite. Mal gucken, was dann passiert, wenn wir die füttern. Finde ich gut. Ui, das hat Ausdauer gekostet. Oder war das einfach nur von der Jagd? Zumindest ist die Ausdauer gerade runtergefallen. Ja. Und wir fühlen uns alle irgendwie ein bisschen komisch dabei mit diesen bommeligen Viechern da an uns. Aber an und für sich geht es uns doch ganz gut. Boah, aber jetzt schau mal auf die Ausdauer. Also jetzt sind wir ganz, ganz tief im Keller. Wir gehen sofort eine Runde ratzen. Guck mal, diese Taverne dort besteht auch nur aus einem Leinentuch. Ist auch irgendwie süß. Beschämend. Alle rüber. Alle eine Runde schlafen und auf geht's. Und übernachten. Ich würde das nochmal machen. Ja, ich weiß es ja nicht. Also können wir machen. Ich frage mich, die Tage zählen ja immer weiter. Und ich denke, irgendwann wird es vielleicht auch knapp. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn wir nicht in einer gewissen Zeit unser Ziel erreicht haben. Weil das Jahr ist ja nun auch endlich. Und könnte sein. Außerhalb des Sommers können wir die Straße der Wale nicht befahren, sodass wir hier, glaube ich, bald mal zu unserem Ziel kommen sollten. Entschuldigung. Also würde ich sagen,
wir fahren weiter Richtung Hammer und gehen das Risiko ein, dass zumindest Kettel und Floki nicht bei vollen Kräften sind. Na gut. Dann geht es, dann setzen wir wieder die Segel. Genau. Alles klar? Ja. Machen wir. Wer setzt die Segel? Du persönlich oder hast du dafür Hiwis, Hilfskräfte? Ja, guck doch, da sind doch 1, 2, 3, 4, sind doch genug. Oh, guck mal. Unsere Wache wird von Geschrei und Gegröhle unterbrochen. 2 Männer prügeln sich. Naja, gut, okay, das passiert auf so einer Schiffsreise vielleicht mal. Wir können jetzt hier wetten. Wunderbar. Setzen wir auf Rauder, das Eichhörnchen, oder setzen wir auf Björn, Rippenbrecher? Oder gehen wir dazwischen und bestrafen sie damit, dass sie rudern? Denn müde Männer zanken nicht. Tja, was meinst du? Wollen wir wetten oder wollen wir sie bestrafen? Das ist mir gleich. Wir können auch den Balken mal zu Ende laufen lassen. Ich glaube, dann wird einfach zufällig eine entschieden. Das haben wir noch nie gemacht. Wir lassen einfach Odin entscheiden. Es wird dann 1 ausgewählt, wobei ich mich daran erinnere, dass nicht klar ist, welches das eigentlich ist. Der Kampf gerät außer Kontrolle. Ein paar Männer werden verwundet und bekommen blaue Flecken ab. Na ja. Und wahrscheinlich, ja, genau. Zack, hat uns allen ein paar Lebenspunkte gekostet. Aber nicht viele. Nicht so schlimm. Oh, ein schwerer Sturm. Runter haben wir genug. Starke Regen flutet langsam das Deck. Wir haben nicht viel Zeit zu reagieren. Das Schiff wird langsamer und die Ruder bewirken kaum noch etwas. Die ersten Wellen schlagen über die Seiten. Das ist eine ernste Situation. Sollen alle Wasser aus dem Boot schöpfen und wir segeln so schnell wie es geht Richtung Strand? Ja. Werfen wir Ballersteine über Bord und versuchen den Strand zu erreichen? Oder ziehen wir das Schiffszelt hoch und segeln trotz des Regens einfach weiter? Zum Strand. Würde ich auch sagen. Oh, Gott sei Dank. Gerade noch gut gegangen. Wunderbar. Und schon segeln wir wieder weiter. Die Ausdauer geht richtig in die Knie gerade. Tag 200. Uiuiui, die Ausdauer ist bei einigen jetzt auf den Nullpunkt. Tag 201. Hammer kommt. Und da ist Hammer. Gott sei Dank. Ist Hammer. Hoffentlich werden wir jetzt nicht in den Kampf verwickelt. Wir sind auf jeden Fall alle ziemlich müde. In der Tat wäre zu hoffen, dass wir uns jetzt erstmal ausruhen können. Also im Nachhinein, ich will ja keine Korinthen kacken, aber ich mach's doch, wir hätten uns doch komplett erstmal die Ausdauer hochjagen sollen. Wir hätten uns ausschlafen sollen in diesem Strandzelt da. Ja, die Frage ist, wie viel hätte das tatsächlich gebracht, wenn die sind ja jetzt alle komplett auf Null. Naja. Nachdem wir Wolfstaff gesehen haben, sind wir von Hammer nicht sonderlich beeindruckt. Nur eine kleine Burg mit einer kleinen Palisade mit einem flachen Graben. Die Halle ist alt, zugig, aber wenigstens groß und hat die gruseligsten Holzschnitzereien, die ihr je gesehen habt. Bestien und Monster zieren ihre Balken und Sparren. Ich habe Angst. Nein, ich habe keine Angst. Das ist das Event, aber da stürzen wir uns in dem Zustand nicht drauf. Aber ich glaube, wir können nicht anders. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt keine Wahl, keine anderen Icons, dass wir uns hier ausruhen könnten. Da müssen wir hin. Da sind wir gerade. Wir sind in Hammer. Das ist unsere aktuelle Quest. Hier sammeln wir noch ein paar Gerüchte, die wir während der Reise gesammelt hatten. Und hier eine Handelsübersicht. Vielleicht hätten wir hier auch noch mal ein bisschen eher reingucken sollen. Vielleicht kann man hier sehen, was man wo, wie günstig einkaufen kann. Aber ich glaube, die blaue Ausrufezeichen sagen, glaube ich, nur, das ist neu. Neu im Vergleich zum letzten Mal, wo wir reingeguckt hatten. Wir haben noch nicht oft reingeguckt und ich glaube, die sind nur sortiert. Kann natürlich sein, ja. Hier ist so ein allgemeiner Wert, um den herum, das wahrscheinlich sich verändert. Naja. Erstmal Ausdauer stärken, bevor wir irgendwas anderes machen. Ja, aber wie gesagt, mir scheint, das ist nicht möglich. Wir müssen uns in die Hauptquest stürzen. Nein. Wir haben hier keine anderen Icons momentan auf der Karte. So ein Mist. Müssen wir uns mal überraschen lassen, was da passiert. Hinterhalt bei der Ankunft. Na, das auch noch. Wir verteuern das Schiff an einem morschen Dock nur wenige 100 Yards flussabwärts der eigentlichen Siedlung, stellen eine Wache ab und marschieren Richtung Hammer, um unsere Ankunft anzukündigen. Und wir sind noch gar nicht weit gekommen, da stellt sich eine Gruppe sächsischer Krieger uns in den Weg. Wir stellen uns entweder ihnen vor und bitten sie, uns zu ihrem Anführer zu führen, das wäre die eine Möglichkeit, oder wir sagen ihnen, wir sind hier, um euren Häuptling zu treffen. Also einfach standhaft sein und sagen, was wir wollen, oder unterwerfen wir uns ein wenig und sagen, bringt uns bitte hin.
Also ich finde die Unterschiede marginal eigentlich. Grade, oder? Aber ich denke, wir wollen jetzt hier keine große Lippe, keine dicke Lippe riskieren. Also würde ich sagen, freundlich bitten, dass sie uns zum Anführer bringen, damit die nicht meinen, sie müssen uns noch eine reinhauen. Genau. Gerade in unserem geschwächten Zustand, vor allem weil die Sachsen doch wie ihre Wälder sind. Dunkel und kalt. Oh oh. Ihr Anführer versucht uns, seinen Speer ins Gesicht zu rammen. Das ist nicht gut. Sie sind nicht vom Bruder unseres Jarls geschickt worden, sondern sind mutmaßlich dessen Feinde. Dann scheint mir jetzt eine Schlacht zu folgen. Den Eindruck habe ich auch. Und das in unserem Zustand. Nein, und wir sind umzingelt, tatsächlich. So sieht eine Umzingelung aus, tatsächlich, von allen Seiten. Im Dreieck stürzen sich gleich 5 Halunken auf uns drauf. Und die sind, Gott sei Dank, haben alle etwa so viele Trefferpunkte wie wir auch. Sind auch nicht besser bewaffnet. Sind aber trotzdem auch noch ein paar mehr, ne? Es ist einer mehr als wir haben. Wir sind insgesamt 4, die sind zu 5. Ja. Das wird eine harte Schlacht. Ja. Wir versuchen es. Wir setzen alle ein. Am besten rennen wir rüber zu den Bogenschützen und machen den kalt. Was hat der denn wohl für eine Reichweite? Können wir das sehen, wenn wir die Statistiken gerade, die Werte einmal anzeigen lassen? Oben mit dem Auge, mit dem Augensymbol. Erstmal einmal die Statistiken anzeigen lassen. Dann sehen wir das nicht. Welcher ist denn das oben in diesen Grafiken? Der hier. Oder da. Eine Die. Das ist eine Die. Stimmt. Und die Reichweite sehen wir nicht. Ne? Also weil die Gandhi... Ich würde die nehmen. Ich würde zu der hinlaufen, die schon mal ausschalten. Ja. Und dann weitergucken. Du hast jetzt gerade auf Kittel geklickt, um den in die Schlacht zu bringen. Das heißt, wir könnten den hier schon mal jetzt gerade in diesen blauen Feldern einmal irgendwo absetzen. Oder wir bewegen uns erstmal mit Floki. Gut ist wenigstens, dass wir alle unsere Krieger jetzt in dieser Runde direkt ins Spiel bringen können. Da wird diese Bogenschützin sicherlich gleich auch direkt loslegen, denke ich mir. Na? Sie kann noch nicht? Doch, du musst, genau. Mhm. So. Er hat gezogen, er noch nicht, alle noch nicht. Ich würde sagen, wir gehen unten zustechen. Lang. Er schafft zuzustechen. Ja, stimmt. Ist die Frage, ob es das wert ist, ne? Weil die hat ja trotzdem auch zwei Verteidigungspunkte, diese Bogenschützin hier. Ja, eigentlich möchte man ja erwarten, dass solche Fernkampfeinheiten sind dann ja häufig solche Soft-Targets, sag ich mal, die man ein bisschen leichter dann killen kann, aber das scheint hier nicht der Fall zu sein, habe ich fast den Eindruck. Immerhin auch drei Verteidigungspunkte. Auf jeden Fall ist er der Einzige, der es schafft, sich ihr auf Reichweite zu nähern. Mhm. Insofern, wir laufen mal hin. Das hat doch was gebracht. Na, immerhin, ja, in der Tat. Er hat sich schon bewegt. Da klicken wir auf Abpassen. Mhm. Wo da keiner hinkommt. Sie versucht, unten den Weg abzuschneiden. Und hilft oben. Nein, oben ist riskant. Die kommt in Stichreichweite. Nee, kommt sie nicht. Doch, in Stichreichweite zu dem Speerträger. Ja, ich denke auch. Dann lieber hier hin. Ja. Und Bera rennt hier unten hin? Schwer zu sagen, ja, oder sollen wir die oben lassen? Ich würde sagen, erstmal auf die Bogenschützen hier konzentrieren und denen, die da von oben kommen, so gut wie es geht, aus dem Weg gehen. Hild kann auch noch einen Befehl bekommen, die setzen wir vielleicht auch noch auf. Abpassen, oder wenn wir nichts tun, geht sie ja eh in den Blockmodus. Dann gehen wir mal eine Runde weiter. Oh, da hat die Bogenschützin hier auf Luki geschossen. Da kommt einer von rechts herangerannt. Er braucht aber lange, bis er im Kampf ist. Und nun.
Mit Bera hierhin und die Dev-Punkte weg oder dann weiter zustechen? Naja, gerade der Stoß von Kittel, der war ja schon so effizient. Der hat ja fast die Hälfte der Lebenspunkte da wegge. Ist die Frage, ob wir uns hier noch die Mühe machen, die Verteidigungspunkte runterzuschlagen oder ob wir nicht tatsächlich einfach nochmal einmal mit ein bisschen Glück, vielleicht sogar genau mit einem Schlachtruf und dann mit Kittel nochmal draufschlagen. Mit ein bisschen Glück reicht das ja schon. Zusätzliche Genauigkeit und drauf. Oh, das war ein Satz mit X. Ja. Ich würde Hild rüber, weil jetzt noch auf die Defensivschilde gehen ist Quatsch. Hild rüberziehen. Nicht so weit weg. Moment, der kann. Die haben jetzt den Speerträger hinten, zwei Nahkampfeinheiten vorne, 1, 2, 3, 4, hier hin. Da können die nicht erwischt werden. Hilt. 1, 2, 3, ja. Kann immer noch. Ich mach mal den Schlachtruf. Konzentrier dich, Hilt, sagt sie sich selber. Einer, weg. Einer weniger. Einer genau. Futsch. Jetzt schau mal, dieser sächsische Anführer hat 5 DP. Wahnsinn. Das ist echt heftig. Jetzt steht es nur noch 4 gegen 4. Unsere Chancen sind damit gar nicht so schlecht. Doof, unser Anführer an der vordersten Front. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, während des Folgenwechsels den irgendwie wegzuhexen. Vielleicht kann ich den ja mit der Hand vom Bildschirm wegwischen oder irgendwie cheaten oder neu laden oder irgendwas machen, über das ich jetzt nicht rede. Ich wünsche euch was. Haltet euch wacker, bleibt immer fair. Und wir sehen uns wieder nächste Folge beim Let's Play. Bis dann.